Und damit hallo und herzlich willkommen zur 14. Folge des Lego der Herr der Ringe Let's Plays, wo wir in der letzten Folge ja gerade angefangen haben mit dem dritten Film, einer sehr kurzen Folge aufgrund der Krankheit. Heute gibt es vielleicht wieder eine sehr kurze Folge aufgrund der Krankheit. Hier oben ging es los. Wir werden erstmal kurz die Mission starten. Wir waren gerade bei der Stadt der Toten angekommen, falls ihr euch erinnern könnt. Haben aber schon den ersten Teil davon fertig bekommen gehabt. Genau, den hier. Perfekt. So. Und tun jetzt hier weiter alles erkunden. Hier nach links geht es nicht. Hier nach rechts sind wir schon mal gegangen. Und hier hatten wir dann auch Man fällt sehr tief hier. Gespeichert. So, und jetzt müsste hier rechts, müsste eigentlich die Stadt der Toten sein, also hinter uns. Aber das tun sie jetzt mal nicht viel zur Sache. Wir schauen mal, wo wir hier, was wir hier alles finden in diesem Level, wie es weitergeht. Ich glaube, wir müssen irgendwie nach da oben. Wenn ich mir noch nicht sicher bin, wie wir da überhaupt hochkommen sollen. Sammeln wir erstmal alle Coins ein, die wir so mitnehmen können. Das hier, da hinten, da unten ist noch ein Erdhäufchen für Sam, das wir mitnehmen können. So, gehen wir mal auf Sam. Hier, komm, und mach das Häufchen. Da. Häufchen Buddel, Häufchen Buddel, Häufchen Buddel. So, das ist auf jeden Fall schon mal der Anfang. Aber das ist noch nicht alles. Oder? Ja doch, das ist jetzt hier unten. Das, aber wir müssen irgendwie da hochkommen. Können wir hier hochklettern? Odo kann mit seinen Leuchten Fionen dunkle Gebiete aufdecken. Ja, das hat er, aber hier unten ist doch nichts. Da ist hier irgendwas. Ach so. Ah. Ist da jetzt kann man mit Frodo, mit Dingens hier hoch. Der kann auch verkehrt rum an der Wand klettern. Alles klar. Gut. So. Oh. Passt das hier runter. Und fix die ganzen Coins einsammeln. Und dann haben wir jetzt dieses Gebiet ja auch schon. Okay, wir schnappen uns mal einen kräftigeren Charakter. Klettern hier hoch. Okay, wir müssen noch ein Stückchen weiterschieben. Bis an die Ecke vermute ich. Jupp. So. Und alle, die Herr der Ringe kennen, wissen schon, was gleich passiert. Für alle anderen lasse ich es mal ungespoilert. Was ist das denn für eine Kiste? Ich hab nie gesehen. Und wir konnten irgendwas aufheben? Okay, wir müssen das gleich irgendwo dagegen werfen. Sonst würden wir das da unten nicht finden. Eher aber nicht. Wo. Doch, ich kann mir denken, wo. Alles klar. Gib mal her hier. Wie gesagt, wenn man sowas findet, ja, ist auch schon der Pfeil angezeigt, hat das meistens einen tieferen Sinn. Okay, das war der falsche Knopf. Und geworfen wird es mit X und nicht mit B. Los, respawne. Mir ist das Ding runtergefallen. Da ist es, so. Und jetzt werfen mit X. Zack, und und zwar mit Sam das Elbenseil werfen. Das hier. E. Oh, das reicht gerade so. Deswegen muss ich auch so weit nach vorne. Und ja, hier ist jetzt auch kein Übergang, sondern wir müssen das Ganze erspringen. Kriegen wir problemlos hin. So, komm. Mach mal keinen riesen Aufriss draus. So, was ist das hier? Das, wo wir immer noch nicht wissen, wie das kaputt geht. Seit so vielen Jahren, wie ich das hier finde, weiß ich immer noch nicht, wie das kaputt geht. Ich werde es bestimmt erst am Ende des Films oder so erfahren. Weiß ich, ist klar, dass das nicht aufgeht. Also das da hinten mit den. Das hier. Das müssen wir wahrscheinlich von oben kaputt machen. Ja, also, auf geht's mit Gollum hier hoch. Gollum, Gollum. Ja, es fehlt noch etwas. Wir haben dort noch so zwei Spinnweben.
wir tatsächlich einfach so kaputt hauen können. Erstaunlich. Gut, okay. So, weiter geht es nach oben. Sammeln wieder alle Coins ein. Bin mal gespannt, ob noch irgendwie eine coole Szene im dritten Film auch kommt. In den ersten beiden waren ja tatsächlich unerwartet coole Dinger mit dabei. Kommen wir jetzt hier auf? Ach. Ja, alles klar. Wir müssen hier drauf hüpfen. Weil Gollum hat ja nicht genug Kraft für sowas. Fix die Coins hier einsammeln. Er kann auch da rein. Okay. Warum nicht? Dann gehen wir mit ihnen hier rein. 3 von 5. Und müssen aber hier mit Sam hin. Um den Weg nach hier oben überhaupt aufzumachen. Ich bin mal gespannt, wie das hin funktionieren soll. Aber wir machen erstmal mit Sam da oben das Teil. Ich vermute nämlich, dass es das schon lösen wird, dass wir da irgendwie eine Pflanze jetzt bekommen oder so. Er kann ja Pflanzen in die Erde stecken. Ja, genau, alles klar. Die Pflanze zerstört. Alles und dann bauen wir es hier wieder auf. Damit bauen wir eine Treppe auf. Ego-Style halt. Und dann schnappen wir uns mal Frodo. Das ist schon sehr cool gemacht hier. Also der Flair von der Treppe, den haben sie gut rübergebracht. Besser als im Film. Im Film kommt einem die Treppe zwar schon bedrohlich vor, das vermitteln sie schon. Aber... ja, nicht so wie hier. Das ist hier schon doch... es wirkt doch schon gefährlicher. So, jetzt ruh dich erstmal aus. Mir geht's gut. Du bist erschöpft. Das liegt an diesem Gollum. An diesem Ort. An diesem Ding und deinem Hals. Ich könnte ein wenig helfen. Ich könnte ihn für eine Weile tragen. Für eine Weile tragen. Die Last. Scher dich weg! Ich will ihn ja nicht behalten. Siehst du, er will ihn für sich. Ich will doch nur helfen. Geh nach Haus. Du bist mir keine Hilfe mehr. Ja, und für alle, die sich nicht mehr dran erinnern können, Gollum versucht das macht er schon länger im Film, aber hier ist es zum ersten Mal rübergekommen, ein Beil zwischen Frodo und Sam zu hauen, damit sie sich nicht mehr vertrauen. Das gelingt ihnen auch so ein bisschen. Und... Ochse kommen manchmal hierher. Und Gollum versucht, ihn hier in eine Höhle zu locken, wie ihr seht. Und ja, ihr werdet gleich noch erfahren, was das für eine tolle Höhle ist. Was hier passiert, was das? Ein Speicherpunkt. Ne, wir spielen nochmal ein Stückchen weiter. Das wird jetzt doch zu früh, nach 9 Minuten. Wir werden schon wahrscheinlich bald einen Speicherpunkt haben, wo wir aufhören, aber aktuell ist es mir noch zu früh. Also vielleicht so nach 15 Minuten oder so, würde ich sagen, hören wir heute auf. Immer noch, dass ich ein bisschen meine Stimme schone, dass ich trotzdem euch Folgen liefere, aber halt, sobald es nicht mehr passt, halt aufhöre. Spinnen hauen ab, wenn Licht kommt. Wird das hier kaputt hauen? Können wir nicht. Okay. Oh. Alles klar. Ihr seht, wir sind in einer Höhle voll mit Spinnen. Für alle, die
Spinnen nicht mögen. Ja, ihr seid aktuell genau richtig hier. Oh, ein Lego-Netz. Wo geht's denn hier hin? Genau. Wir erkunden ja einfach mal eine Ecke und kriegen den übelsten Soundhype, obwohl überhaupt nichts Besonderes hier ist. Unglaublich. So, weiter geht's hier in die Ecke. Und wichtige Info. Fällt euch etwas auf? Wir leuchten grün. Normalerweise, wenn sein Schwert grün leuchtet. Oder blau? Oh. Es sind Orks in der Nähe. Ein wichtiger Hinweis. Da haben wir schon das Problem gesehen. Eine Spinne oder ein Skorpion. Wir werden es erst erfahren, sobald wir es sehen. Da klopfen hier auch noch schön alles, um die ganzen Coins mitzunehmen. Für den wahren Eroberer. Die Kamera möchte mich von der rechten Seite ablenken. Und wenn die Kamera mich von der rechten Seite ablenken möchte, dann erkunden wir doch nochmal etwas genauer. Hier. Ach, seht da. Eine Kiste. Mensch. Was für ein Zufall, dass da eine Kiste ist, wenn die Kamera da nicht hinzeigt. Man kann sich irgendwann so Sachen denken, wenn wirklich das Spiel der Meinung ist, es möchte mir etwas nicht zeigen, dann kann man sich schon denken, dass es anders zu verstehen ist, als man möchte. Okay. Wir sollen nach da oben. Irgendwie. Aber ich habe gerade noch das Problem, dass ich hier das Ding hier nicht kaputt bekomme. Ich weiß, wie man es überhaupt kaputt kriegen kann. Na gut, okay. Dann klettern wir nach hier oben. Mit unseren schönen langsamen Gollum, der auch wirklich sich immer Zeit lässt beim Klettern. Mit Zeit lassen meine ich wirklich Zeit lassen. So. Er will auf jeden Fall erstmal Frodo hochhelfen, bevor da hinten die Scheiße reingeht. Die ganzen Spinnen, weil der hat nämlich normalerweise keinen Bock auf Spinnen. Jetzt erstmal hier alles einsammeln wieder. Coins, Coins, Coins. Und jetzt darauf achten, jetzt müssten die ganzen Spinnen gleich abhauen. Wenn er das Licht anmacht, genau. Okay, das Skelett war natürlich jetzt schon auf dem entsprechenden Niveau erschreckend. Aber ist nicht so erschreckend, dass ich hier gleich vom Stuhl falle. Die roten Dinger weiß ich auch nicht, wie die kaputt gehen. Oh, da hinten war die Spinne. Jetzt habe ich schon verraten, was es ist. Aber ich glaube, man hat es auch mittlerweile schon. Man kann es sich schon denken, dass hier unten kein Skorpion ist, wenn hier ganz viele Babyspinnen sind. Dass wir uns durch die Höhle kämpfen, passiert im richtigen Film, glaube ich, auch nicht. Hier müssen wir uns fix beeilen, dass wir die ganzen Coins mitnehmen. Komm, komm, komm. Perfekt. So, Coins, Coins, Coins. Hier ist sonst nichts weiter. Und da kam das nächste Skelett. So, erstmal das hier alles, dass die alle weg sind. Wenn ich ja jedes Mal stehen bleibe, jedes Mal, wenn wir in die Nähe von so einem Ding gekommen sind, sind nämlich auch die. Hat er erstmal die das Licht von der Elfe gezogen. Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Seine Lampe da halt, um die Spinnen zu vertreiben. Deswegen sind wir gerade immer kurz stehen geblieben. So, kommen wir hier hoch. Ne, vermutlich müssen wir das hier erst kaputt machen und kriegen dann einen Aufgang, ja. Wie mir das schon dachte. Erstmal noch alle Coins einsammeln. So. Was wird das denn? Eine Treppe, okay. So. Und so. Damit haben wir unseren wahren Eroberer bekommen. Komm, so. Hier noch rein.
Das kann ich euch so nebenbei erzählen. War die letzten Tage, also ich bin ja immer noch leicht krank, beziehungsweise, naja, relativ krank sogar. Da ich relativ viel AFK, also nicht gezockt habe, sagen wir es so, als wirklich im Bett lag und mir so gedacht habe, so, du machst einfach mal gar nichts, habe ich mir tatsächlich ein Netflix-Abo geholt, damit ich wieder mal ein paar Serien gucken kann. Ich muss halt echt sagen, die Serienauswahl auf Netflix ist halt echt nicht so meine Welt. Ah, wollt was raus? Ah. Aber Netflix kriegt man halt schon für 8, 9 Euro oder so ein Scheiß mit HD für, lasst mich nicht lügen, 20. Also ist halt immer noch günstiger als Amazon Prime mit ihren, wie viel wollen Amazon Prime haben? 70 im Jahr. Deswegen habe ich mich für Netflix entschieden. Wir schießen hier nebenbei das Ding da mal runter. Aber ja, man merkt einfach, dass ich kein Seriengucker bin. Ich habe auf Netflix nichts gefunden, wo ich richtig Bock drauf habe, außer Tatortreiniger. Wir gehen in die Zwischensequenz. Garstige Fliege klein. Fehl wird dein Schein. Dein Leben liegt in Scherben. Bald wirst du gefressen. Oh, cool. So, Speicherpunkt. Wir sollen aber weglaufen. Wir versuchen, vor der Spinne abzuhauen. Unerwartet. Machen wir auch gerade weg. So, wir müssen immer den... Oh, verdammt. Den goldenen Spuren folgen am besten, um möglichst viele Coins zu sammeln. Weiß selber noch nicht. Okay, es war's schon. Natürlich kämpft er jetzt nochmal gegen ihn, unser Gollum. Ihr wolltet dem Herrn nicht tun. Der Schatz hat uns dazu gezwungen. Ich muss ihn vernichten, Smeral. Du bist es. Ich bin an deiner Seite, Herr Frodo. Ich weiß. Verzeih mir, Sam. Verzeih mir, bitte. Okay, damit haben wir das Level abgeschlossen, die geheime Treppe. Treppe? Oh Mann. Oh, 107.000 Coins haben wir richtig gut gesammelt. Also, außer Tatortreiniger und Voyager, was ich die Wiederholung schauen will, habe ich echt nichts gefunden auf Netflix. Aber ich bin echt auch jemand, der sich schwer tut mit Serien. Bin ich ja ganz ehrlich. Aber mal schauen. Wird wahrscheinlich auch wieder nur einen Monat laufen. Danach kündige ich Netflix und fertig. So, hier wurde gespeichert, das heißt, wir gehen in die nächste Folge, auch wenn ich jetzt hier noch kurz den Anfang zeige, wie wir auf die Weltkarte kommen, höre ich jetzt auf zu labern, damit einfach, ja, meine Stimme sich beruhigt. Wir werden beim nächsten Mal dann hier entsprechend weitermachen auf der Karte, hier, entweder hier in Chitrit Ungul oder bei den anderen, wenn wir die Menschen überhaupt irgendwo spielen können aktuell, aber... Nicht jetzt, sondern beim nächsten Mal. Ich bedanke mich erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben, da abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich über den Scheiß. Und sag wie immer zum Schluss, es tut mir leid, dass die Folge zu kurz war. Tschö mit Ö.